Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erani und ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet, also dranbleiben. Heute geht es um die Orientierung, um den inneren Kompass, um das Gefühl, sich selbst wirklich zu verwirklichen und sich klar zu folgen. Wo auch immer die Reise hingeht. Leider habe ich ja ganz viele Klienten, die immer so das Gefühl haben, ja, ich weiß ja eigentlich gar nicht, was ich machen soll oder was ich machen will. Ich weiß nicht, was mir Lust macht, was mir Freude macht. Ich weiß auch nicht genau, was ich tun soll und die da auf dieser Ebene Orientierung suchen. Und darum möchte ich dir heute in diesem Video, trotzdem, wenn du vielleicht ab und zu mal hängst, meine Tipps geben, wie du ganz klar zu deinem inneren Kompass kommst und deine innere Orientierung findest. Der Tipp Nummer 1 ist einmal absolute Eigenverantwortung übernehmen. Das heißt, deine Eltern sind nicht verantwortlich für dich, die Gesellschaft ist nicht verantwortlich für dich, die Politik ist nicht verantwortlich für dich. Es ist niemand verantwortlich für dich, sondern nur du selber bist für dich verantwortlich. Wenn du mal diese Eigenverantwortung in der ganzen Konsequenz verstehen kannst und leben kannst, dann wirst du erstens einmal spüren, dass du gut in deiner Erwachsenenenergie bist, gut in deiner Kraft bist und dass diese Energie auch bei dir bleibt. Diese Eigenverantwortung macht mal Klarheit, weil alles, wo du, Entschuldigung, zugeschissen wirst von außen, von der Gesellschaft, von Arbeitskollegen, vom Familiensystem, fällt dadurch weg. Und das ist auch der coole Teil, weil es gibt ja dann eine Kehrseite, du, Entschuldigung, wieder meine Ausdrucksweise, scheißt auch niemandem mehr zu und sagst, nein, du bist verantwortlich, wie ich mich fühle, du machst mich traurig und so weiter. Das heißt, du bist hundertprozentig bei dir und in dieser Klarheit, in dieser kristallklaren Klarheit entsteht einmal Erwachsensein. Das ist Schritt 1. Was hat jetzt Erwachsensein mit Orientierung zu tun? Naja, ein Kind sucht Orientierung, sucht einen Orientierer, sucht jemanden, der es bei der Hand nimmt und über die Straße führt, sucht jemanden, der einem sagt, naja, okay, was ist jetzt das Beste für dich? Wie sollst du dich verhalten? Ein Kind weiß es ja nicht besser. Aber ein Erwachsener ist einmal schon ganz klar und ist an sich ein Orientierer. Das heißt, wenn du dich selber aus dir selbst heraus orientieren willst, musst du zuerst einmal erwachsen, dieses Erwachsensein spüren. Das ist mal so das erste Thema. Das heißt, du übernimmst zu 100% die Verantwortung für dich und dein Leben. Zu 100% absolut kompromisslose Eigenverantwortung. Punkt 2 ist eigentlich mehr ein Tipp zu der Eigenverantwortung. Das heißt nicht, dass du schuldig bist, dass du Schuld an etwas trägst. Ich habe da schon auf diesem Kanal auch darüber gesprochen. Es geht bei der Eigenverantwortung wirklich nur darum, dass du sagst, ich bin absolut in meiner Kraft, in meiner Mitte, in meinem Erwachsenenbewusstsein und ich übernehme natürlich auch die Konsequenzen meines Handelns, aber auch meines Nichthandelns, das heißt meiner Inaktivität. Und das heißt eigentlich so diese Verantwortung. Das hat nichts mit Schuld zu tun. Und wenn wir mal diese Erwachsenenverantwortung haben, wenn wir das mal spüren, also Erwachsenenverantwortung, ich habe es jetzt schon vorweggenommen, wenn wir jetzt mal diese Verantwortung spüren, dann kommst du in deine Erwachsenenkraft. Ja? Also das heißt, du wirst dann merken, dass du klarer wirst, dass du eine positive Autorität in deinem Leben manifestierst, nämlich deine eigene Autorität. Und wenn du in dieser Eigenverantwortung bist, bist du erstens einmal gut abgegrenzt und geschützt. Da spürt man sich wie in so einer Ritterrüstung mit drinnen. Und also da bist du gut abgegrenzt und geschützt. Und in diesem Raum, der sich da entwickelt dann, da wächst dann der Orientierungspunkt. Da beginnst du dann, dich aus dir selber heraus zu orientieren. Und das ist kein 100-mal Hirnwichsen, was sollst du tun, was sollst du tun lassen, was ist besser, was ist nicht so gut, sondern du entwickelst einfach einmal wirklich diesen inneren Kompass. Und mit diesem inneren Kompass orientierst du dich dann durch dein Leben durch.
So, und jetzt verrate ich dir noch ein Geheimnis über diesen inneren Kompass. Dieser innere Kompass hängt mit deinem höheren Selbst zusammen. Jetzt fragst du dich vielleicht, höheres Selbst, was ist das? Das ist so ein Bild für deinen Seelenplan. Das heißt, das ist so der Punkt, warum du hier auf der Erde bist. Das kann man auch zum Beispiel im Geburtshoroskop sich gut anschauen, astrologisch gesehen. Ja. Also startet übrigens jetzt bald einmal ein Kurs. Ich verlinke da mal die Zugangsdaten dazu dann oder Infos zu diesem Kurs. Und das wäre eigentlich so dieser Lebensplan. So kann man sich das vorstellen. Und dieser innere Kompass ist dann eigentlich mit diesem Lebensplan verbunden. Das heißt, wenn du in deiner Verantwortung bist, lebst du zu 100% wirklich deinen Lebensplan und dann hast du ein erfülltes Leben. Und da spielt es keine Rolle mehr, was du da genau machst oder was du lässt. Es geht nur darum, dass es das ist, was dir entspricht. Und das kann ich jedem nur empfehlen und jedem nur wünschen. Denn noch einmal, wir sind in einer brutal chaotischen Zeit und eigentlich ist die äußere Welt mehr ein Kasperltheater, als dass man da noch irgendwas ernst nehmen könnte. Und je exzentrischer das Außen wird, umso ruhiger und umso klarer muss dein Innen sein. Also übernimm die Eigenverantwortung. Dadurch kommt die Abgrenzung. Dann kommt dein Erwachsenenbewusstsein und aus diesem Erwachsenenbewusstsein wächst letzten Endes dieser Kompass, diese Orientierung und dann ist es, Entschuldigung, scheißegal, was da im Außen passiert, sondern du bist klar bei dir und hast dein Leben in der Hand. Lass dir nichts erzählen, du bist geliebt, du bist geführt und du hast alle Talente mitbekommen, die du brauchst, um ein geniales Leben zu verwirklichen. Das wär's heute von mir. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal. Wenn du Themen hast, die dich interessieren, dann schreib es mir in die Kommentare und ich mache gerne ein Video drüber. Wenn du eine Frage zu dem Video hast, einfach fragen und natürlich beantworte ich das dann gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und das ist Energetik, die wirkt. Alles Gute. Bis nächste Woche. Tschüss.